Die Familie Schöller betreibt Industrieunternehmen seit 1790. Und zwar mein Ur-Ur-Urgroßvater, der also auch schon Leopold Schöller hieß. Wenn ich sage auch, heißt das, der Name Leopold ist also immer weitergetragen worden. Mein derzeitiger Geschäftsführerkollege und Partner Leopold Schöller ist also der sechste der Lebenden. Und sein ältester Sohn heißt auch wieder Leopold und ist also Nummer 7. Dieser Leopold Schöller betrieb mit seinen Brüdern zusammen eine Tuchweberei in Düren. Die Familie kommt aus dem Dürener Land. Es gibt da auch schon eine Tradition in der Eisenverhüttung, genauso wie auch in der Papierindustrie. Ist also seit Jahrhunderten in der Dürener Region nachweisbar. Aber das wäre derjenige, der irgendwo in der Textilindustrie tätig geworden ist. Und wenn ich hier auch gerade vielleicht mal ausführen darf, für Böhmen oder Böhmen und Mähren und dergleichen, ist es eine ganz interessante Historie, weil nämlich dieser Leopold, dieser Erste, mit seinen Brüdern ein recht erfolgreiches Geschäft in Norditalien aufgebaut hat. Und nach den Napoleonischen Kriegen gab es ja den Wiener Kongress und Norditalien wurde dann ein Bestandteil der K&K-Monarchie. Das heißt, vorher war es also alles in französischer Herrschaft, das heißt, wir konnten aus Düren nach Norditalien problemlos liefern. Da gab es aber jetzt das Problem, dass die K&K-Monarchie große Zölle aufgebaut hat und dieser Absatzmarkt verloren gegangen ist. Und im Rahmen des Wiener Kongresses hatte man damals unter den Herrscherhäusern Europas vereinbart, dass es Nachfolgekongresse geben sollte. Davon gab es einen in Aachen, in unmittelbarer Nachbarschaft zu Düren. Und die Brüder Schöller sind damals nach Aachen gezogen und haben untertänigst bei der höchsten Majestät der K&K-Monarchie, dem Kaiser, dann gebeten, eine Audienz zu bekommen, die man ihnen auch gewährt hat. Und sie hatten damals gefragt, ob sie eine Tuchweberei auch in Brünn öffnen durften. Das wurde ihnen zunächst verwehrt. Aber sie haben dann wohl so lange antichambriert und verhandelt, dass es ihnen nachher doch erlaubt worden ist. Und so kam es also zu einer Gründung der Familie Schöller, der ersten Gründung damals im Hoheitsgebiet der K&K-Monarchie in Brünn. Diese Tuchfabrik in Brünn, die firmiert hat unter dem Namen Gebrüder Schöller, irgendwann, ich nehme an nach dem Ersten Weltkrieg, fusioniert hat mit der Vösslauer Kammgarnspinnerei. Wobei die Vösslauer war sowohl eine Spinnerei wie auch eine Weberei. Durch diese Fusion wurde die Familie Schöller, ich glaube nicht Mehrheitsaktionär, aber zumindest größter Einzelaktionär der Vösslauer. Und so kam es also zu einer Verbindung zwischen Brünn und Vösslau. Ich muss noch ein bisschen ausholen jetzt hier zu unserem Unternehmen. Dieser Leopold, ich nenne ihn mal Leopold I, dieser Erste, der damals auch nach Brünn gegangen ist, war also sehr unternehmensfreudig und hat also diverse Unternehmungen also in Zentraleuropa oder im deutschsprachigen und weiteren Bereich eröffnet, unter anderem eben auch eine Kammgarnspinnerei in Breslau. Und diese Breslauer Kammgarnspinnerei wurde wiederum die Keimzelle der Schweizer Operationen oder österreichischen Operationen, die ja heute noch im Besitz der Familie Albers sind. Er hat das wohl sehr erfolgreich gemacht und er war aber auch politisch ambitioniert, wobei man sagen muss, recht überraschend für einen im Grunde genommen Dazugereisten, ist er nach wenigen Jahren für die Stadt Breslau in den Schlesischen Landtag gewählt worden. Was sicherlich interessant war. Es war aber ein bisschen schwierig, weil dieser Rudolf Schöller wohl aus damaliger Sicht sehr liberal war. So liberal, dass dann irgendwann die Familie meint, es wäre doch besser, er würde wieder wegziehen. Und der ist dann, ich will nicht sagen, ins Exil gegangen, aber er ist aus politischen Überlegungen, ist er aus Schlesien raus. Und dann eben nach Schaffhausen und hat da die erste Kammgarnspinnerei auf Schweizer Boden in Schaffhausen gegründet.
Und diese Schaffhausener Fabrik ist dann die Keimzelle der Schöllerschen Aktivitäten in der Schweiz geworden. Natürlich. Von da aus ist wieder Bregenz und Hart und dergleichen gegründet worden. Eitorf kam später dazu. Ich komme nochmal auf unser Unternehmen zurück. Dieser Rudolf war dann in der Schweiz. Als nächstes, der war ja nun weg, wurde dann sein Sohn Leopold, also Leopold II, nach Breslau geschickt, um dort die Firmen zu leiten. Es gab dann noch andere Ansiedlungen im Bereich der Zuckerfabrikation. Wobei man sagen muss, auch hier wieder recht überraschend, der Rudolf muss sich doch so gut benommen haben, dass der Name Schöller keinen großen Schaden erlitten hat. Denn auch dieser Leopold wurde dann in den preußischen Landtag gewählt oder in den schlesischen Landtag gewählt als Vertreter der Stadt Breslau. Dieser Leopold II hatte wieder verschiedene Söhne. Und einer von denen, sein Ältester, hieß also auch Leopold, das war dann Leopold III, der irgendwann mal auf Verwandtenbesuch in Düren war. Er lernte dann eben kennen und lieben meine Urgroßmutter, Christel Heimbach, Tochter von Christian Ivo Heimbach. Das Unternehmen Heimbach gibt es nach wie vor und ist auch sehr, sehr erfolgreich, nach wie vor in der Textilindustrie tätig. Er heiratete dann eben Christel Heimbach. Aber er musste das Zugeständnis machen, dass er in Düren blieb, weil sein Schwiegervater sagt, du darfst meine Tochter heiraten, aber eben sie muss in Düren bleiben. Wobei man sagen muss, die Dürener Industrie war, oder das Rheinland ist sehr katholisch, die Dürener Industrie war aufgrund von verschiedenen Besonderheiten rein protestantisch, nur diese Familie Heimbach war katholisch. Und es war also eine Ehe zwischen Katholiken und Protestanten, was also schon eine Seltenheit war. Zumindest war es dann so, dass also dieser Leopold, Leopold III, dann in Düren bleiben musste. Er hat dann also Geld gesammelt und hat sich dann dazu entschieden, diese Baumwollspinnerei in Düren zu errichten. Das ist so der Vorlauf der Historie zur Gründung unserer Fabrik. Dieser Leopold III hatte zwei Söhne, Leopold IV und mein Großvater Louis, die auch wiederum jeweils Söhne hatten. Es gab also dann Leopold V und meinen Vater und es gab Leopold VI und mich. Und auf der anderen Seite gibt es Leopold VII und mein Sohn ist erst 5 Jahre alt. Zur Gründung hier von Litvinov ist Folgendes: Nach der Wende sahen wir Möglichkeiten, hier unsere Absatzmöglichkeiten zu erweitern, insofern als wir eben durch die günstigere Kostensituation hier Produkte haben machen können, die man in Düren eben haben nicht mehr machen können. Die Region Großraum Köln, Aachen, Düsseldorf ist sehr sehr teuer. Es gibt natürlich auch in Deutschland unterschiedliche Lohnkostenniveaus. Unsere Region ist leider am oberen Ende. Wir müssen sehr hohe Löhne zahlen. Und deswegen war es also schon relativ früh, war es nicht mehr möglich, bestimmte Produkte zu fertigen. Und die Überlegung war eben hier bestimmte Produkte zu fertigen, um eben verloren gegangene Marktanteile wieder zurückzubekommen. Wobei es konkret so war, ein großer Kunde von uns damals aus Düren, die Firma Ammann, hatte sich entschieden, zwei Nähfadenproduktionsstätten zu übernehmen, und zwar von der Binner-Gruppe. Ammanns Bonnet ist nach wie vor ein Unternehmen, was hier in der Tschechei mit großem Erfolg operiert. Sie betreiben nach wie vor die Firma in Schripska.